Hm? Gutes Versteck, Katja. Boah, ganz ehrlich, ich hab richtig Angst. Ich hab richtig Angst. Nein, das geht nicht, Katja, weil keiner ist im Discord oder so. Aber du wirst da nicht mehr lange bleiben. Hä, was meint der Katja? Wer ist das jetzt? Mal ehrlich, Freunde, wer ist das? Katja ist weg vom Server. Nein, ich bleibe nicht in meinem Versteck. Nein, wo bist du? Hey, Leute! Was geht? René hier mit Katja und Claudio! Hi! Und hallo! Hallo, Schöp! Wir sind wieder in Brookhaven. Brookhaven! In Brookhaven! In Brookhaven! Da wird das neue so ausgesprochen. Und wir werden mal einen Hide and Seek machen. Es wird ja schon passenderweise dunkel, da kann man sich besonders gut verstecken. Ja. Und einfach mal zu dritt, ich würde sagen, einfach so, alles ist erlaubt. Einfach mal. Ganz normal, ehrlich, wer sucht als erstes? Mach ich freiwillig. Ich verstecke mich. Ah, super, perfekt. Oh, cool. Okay, alles klar. Wo darf man sich verstecken? Regeln wir immer? Ich würde sagen, in der Stadt. Ich mache mich, glaube auch ein bisschen kleiner. Ja, macht euch ruhig kleiner. Ja, ich bleib alles klar. Und dann dürfen wir jetzt schon verstecken gehen? Ja, ich gehe, guck mal, ich gehe jetzt hier einfach so hier an die Wand. Okay, wunderschön. So, okay, ich kann euch einfach ganz normal verstecken. Let's go. Also ich bin fertig. Okay, Claudia, du auch? Warte, noch ein. Komm. Ja, warte. Relativ schnell. Ganz ehrlich, bleibe ich nicht. Ich hab die Idee. Ja, ich bin fertig. Ich glaube, ganz ehrlich, Freund, ich glaube, er wird hier nicht hingucken. Ja. Okay, ich geh los. Also, ich fange erstmal an, hier zu suchen. Hm? Gutes Versteck, Katja. Habt ihr das gehört? Was ist das? Alter, habt ihr das gerade? Das habt ihr auch gehört, ne? Ja. Was ist das? Guck mal noch, ob jemand im Discord ist, bitte. Warte, ich guck mal kurz bei Roblox, ob da noch einer. Nee, bei Discord ist keiner drin. Also ich dachte erst, irgendwie, da hat sich jetzt noch jemand bei Roblox. Egal, vielleicht war das auch versehen oder. Vielleicht ist kurz Donny reingekommen. Vielleicht, ja, Donny. Donny, ich lasse jetzt Discord bei mir auf, damit sie auf jemand reinkommt, ja? Aber richtig, ja, 100% war das Sonny, der ist kurz bei Discord. Genau, guck mal bitte bei Discord, ob der da reinkommt oder nicht. Ja. 100, also der muss das gewesen sein. Vor allem, der hat wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, seine Stimme tiefer gemacht. Ja, so, ich guck jetzt erstmal weiter, wo ihr versteckt seid. Darum geht's hier eigentlich. Genau. Ja, genau so, jetzt. Let's go. Katja, du wirst nicht mehr lange in dem Versteck bleiben. Hallo, Katja, René, habt ihr das gehört gerade? Und nein, Donny ist nicht reingekommen. Ich hab grad auf den Chat, Warte mal, das heißt. Das heißt, im Discord war wirklich die ganze Zeit nur das? Ja, René, keiner von uns hat gesprochen. Es kam gerade ein Geräusch. Also habt ihr die Stimme nicht gehört? Vielleicht, ja, ich habe die Stimme auch gehört. Vielleicht, ja, Moment mal, Katja, aber die hat über dich gesprochen. Was hast du gemacht, Katja? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, vor allem, die hat irgendwie gesagt, du wirst nicht mehr lange in dem Versteck bleiben. Genau. Aber was soll das denn heißen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was hier. Vor allem auch, also René sucht ja, das kann ja nicht sein, dass jemand anders noch weiß, wo du bist. Also das ist gerade das Erschreckende. Nee, vielleicht gibt es irgendwie so ein. Warte mal, seit wann gibt es irgendwie so Voice-Chat? Oh, ich habe richtig Angst. Vielleicht kommt einfach jemand rein. Nein, das geht nicht. Ich kann ja das im Discord oder so. Ja, vor allem, ich habe. Nein, also. Vor allem, ich weiß halt auch wirklich nicht, wo ihr euch versteckt habt. Also. Oh mein Gott, ich zitter jetzt gerade einfach nur komplett. Boah, ich habe auch richtig Angst, ey, gerade. Aber egal, komm, ey, ganz ehrlich, jemand will uns pranken. Alles gut, lass uns weiter das Video machen. Ja, ich mach jetzt weiter. Boah, Freunde, heute passieren echt merkwürdige Sachen. Ich weiß nicht, ob wir das auf der Aufnahme auch drauf haben, aber richtig weird gerade. Ich weiß, das Krankenhaus ist ein gutes Versteck, Katja, aber du wirst da nicht mehr lange bleiben. Hä, was meint der Katja? Wer ist das jetzt? Mal ehrlich, Freunde, wer ist das? Das ist mir lustig. Wer bist du? Vor allem, warte mal, also wir werden Hide and Seek gleich ganz normal weiterspielen, aber du sollst jetzt nicht deinen Standort verraten, aber jetzt mal rein angenommen, also falls du im Krankenhaus gerade bist, wäre das jetzt auch ein bisschen creepy, dass der weiß, wo du dich versteckt hast, ne? Vor allem, wir sehen doch, dass... Hm? Ja, warte mal, Claudio? Ja? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Mach mal bitte kurz das Menü auf, wo man sieht, welche Spieler noch auf dem Server sind. Oh, oh, Katja ist nicht da, René. Ist sie nur bei Ihnen? Die ist weg. Die ist bei Discord auch weg. Nein. Hä, vor allem,
vor allem, der hat ja auch gesagt. Wo bist du? Lass uns zusammenbleiben. Bitte, wo bist du? Ich komm aus meinem Versteck raus. Wo bist du? Ja. Nein. Wo bist du? Nein, nicht ja, René. Katja ist weg vom Server. Nein, ich bleibe ja, in meinem Versteck. Nein, wo bist du? Ja, ich bin gerade in der Polizeistation. Ja, ich komm, nein, mir ist egal. René, wer ist das? Was war das gerade? Nein, Katja ist weg. Wir müssen gleich schauen, was Katja macht. Wo ist das? Ja, also erstmal vorneweg. Das war ja. Jetzt hier nur Wer im Spiel. Ich hoffe das? Jetzt mal nicht, dass jetzt auf einmal Katja auch irgendwie aus ihrem Studio raus ist. Nein, die ist einfach raus. Also sie ist aus dem Discord raus. Ich weiß nicht, ob sie mal auf ihrem PC gehackt hat oder so, aber das ist doch krass. Ja, also das muss das ja irgendwie sein. Also ich höre das zwar zum ersten Mal, dass Roblox irgendwie gehackt werden kann, weil ganz ehrlich, klar, wir kennen alle diese Geschichten mit Jenna und Hackerin, bla 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 nein, und so weiter. Aber Moment, das ist ja die Person hat mit uns gesprochen, das ist das Krasse. Ja, also vor allem, also erstens, dass eine Person hier bei Roblox überhaupt rein kann, und dann auch wirklich so sprechen kann, dass man das hört. Also entweder war es über Roblox oder über Discord. Und beides wäre halt echt unheimlich, ne? Ich hab grad richtig und vor Angst. Allem, ich meine, ich hab richtig das, Angst. Ja, es ist halt auf jeden Fall creepy. Also ich meine, klar, die Person, die kann uns ja nichts tun. So, das ist halt nicht hier auf einem Videospiel. Aber also, hoffe ich mal, dass es halt auch nur dabei bleibt, dass es jetzt hier in Brookhaven ist, so, ne? Weißt du was, René? Ich geh ins Krankenhaus und guck mal, ob da irgendwie jemand ist. Willst du mitkommen vielleicht? Ich hab Angst alleine. Ja, komm mal aber mit. Ganz ehrlich, wir gehen auch nur in die untere Etage, ne? Ich meine, du weißt, wie es in der oberen Etage aussieht. Ja, da gehen stimmt. Wir besser nicht. Was ist Katja auf dem Server? Nee, Katja ist nicht auf dem Server. Was soll also, das? Aber die Person redet auch gerade nicht mehr mit uns. Das heißt, ist sie jetzt mit Katja weg oder wie ist das? Ja, die Person, die ist schon mal weg. Keine aber was Ahnung. War das denn? Ich weiß auch nicht, warum hatte die Person jetzt einfach nur das Ziel, irgendwie Katja dazu. Was war das, René? Ich hab richtig Angst gerade. Ich meine, als er sagte, hier ist auch noch ein Versteck. Hat sich Katja vielleicht hier versteckt? Nee. Sie ist nicht mehr hier, René, sie ist nicht mehr im Krankenhaus. Also, wo bist du? Hallo? Ich bin vor dem Krankenhaus. Ja. Hast du das gerade gehört eigentlich? Nein, was denn? Keine Ahnung, da war irgendwie so ein Geräusch, irgendwie so eine ganz dunkle Lache. Nein, ich habe nichts gehört. Ja, warte, sag kurz einen Moment leise, ich will das kurz hören. Warte, vielleicht höre ich die Lache. Ja, ich meine, vielleicht kommt da jetzt auch gar nichts mehr so, ne? Ich meine, nur weil wir still sind, kommt ja nicht automatisch ja, was. Aber wir können gerne jetzt irgendwie abwarten, bis da was kommt. Aber wir werden halt deswegen jetzt auch nicht rausfinden, was da jetzt passiert. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sag mir, was sollen wir jetzt machen? Ich habe Angst. Ich habe gerade Angst um meinen Roblox-Account. Ich habe auch keine Ahnung. Wir können jetzt gerne zu zweit Hide and Seek weiterspielen, aber sonst haben wir ja doch nein, keine Ahnung, was wir machen kein Hide and Seek, während Katja noch nicht da ist. Was ist denn mit dir los? Nein! Ja. Was sollen wir denn sonst machen? Ich meine, wir werden jetzt Katja auch nicht mal wiederkriegen, ne? Ja, ich hab richtig Angst, was meiner Account gelöscht wird. Da hast du recht. René, hast du das gerade? Ich schwöre, ich habe richtig Angst, René, gerade. Weil ich schaue gerade, ja. Es ist keiner im Discord, nur du und ich. Und das, er hat gerade gesagt, er will meinen Account, hast du das gerade gehört? Oder nee, das solltest du haben, hat er gesagt. Was machen wir, ganz ehrlich? Soll ich meinen PC runterfahren? Ganz ehrlich, ich werde jetzt alles schließen, ich werde meinen PC runterfahren. Weil der kann er mich nicht hacken. Ja, aber guck mal, jetzt bisher wurden wir auch nicht gehackt. Der hat das ja irgendwie auch nur auf Katja abgesehen, so, ne? Was machen wir denn? Wir holen jetzt Katja wieder zurück. Das ist das Problem, wir holen Katja zurück. Sie ist auch nicht auf dem Server. Ich guck gerade, nee, sie ist nicht auf dem Server. Ich meine, wir müssen jetzt einfach warten. Also, naja, wir können immer noch irgendwie in ihr Studio gehen, so, ne? Dann hoffe ich jetzt erstmal, dass sie da überhaupt noch da ist. Wir in die Studio nicht, gehen? Ja, oder wir warten einfach ganz kurz. Ja, aber worauf willst du denn warten, dass warte, der Typ nicht da ist? Warte, oh mein Gott, Claudio! Katja, wo bist du? Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Das war alles nur ein Prank. Ich bin da! Also, wir bringen hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Hey Claudio, erkennst du nicht meine Stimme? Einfach nur Claudio schon wieder nicht die Videos mit der Stimmenverzerrung gesehen von uns, ne? Nee, scheinbar also, nicht. René der weiß eigentlich schon, dass ich das Programm habe. Ja, René hat das auch nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass er einfach nur so jemanden hier prankt damit. Dieses Programm hat sich schon tausendfach gelohnt. Ist, woher soll ich denn wissen, dass es René ist, wenn er die ganze Zeit die Stimmen switcht? Freunde, ihr hört es in der Aufnahme und ihr sitzt im Video. Woher soll ich wissen, dass es René ist, wenn er die Stimmen switcht? Also, ja, aber woher sollst du jetzt wissen, dass da jemand jetzt in so Brookhaven reingegangen ist und einfach nur gehackt? Hallo, Jenna und die anderen, ich hab Angst. Der Junge, der wird einfach nie wieder Adopt Me spielen in seinem Leben. Ja, ich habe Angst. Oder im Roblox. Roblox auch allgemein so.
Ja, alles ist ganz ehrlich, das war das letzte Mal, dass ich im Brockhafen bin. Also Freunde, mit René nehme ich ja, keine Brockhafen. Der Brockhafen, der ist jetzt erstmal Geschichte. Ja. Für dich. Ja, also ich meine, Claudia, wenn du möchtest, können wir noch eine Runde halten. Nein, können wir nicht. Also, nehmt alleine einzig auf. Ich mach gar nichts mehr. Ihr könnt zusammen aufnehmen. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, nach Hause. Ihr könnt Videos alleine aufnehmen. Ich hab keine Lust mehr. Jedes Mal werde ich geprankt. Und dann so einen unfairen und unlustigen Prank. Wow. Es ist also ich lustig. Ja, ja. Also, ich fand's auch richtig lustig. Ja, dann machen wir zusammen zu zweit einen Sieg. Viel Spaß. Ja. Ja, machen wir. Ja, machen wir auch. Machen wir. Tschüss, Claudio. Ja, Leute, wenn ihr sehen wollt, dass wir zu zweit einen Sieg spielen, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das vielleicht auch. Ich würde sagen, erstmal lassen wir es aber jetzt bei dem Prank. Claudio, du kannst auch wirklich rausgehen aus dem Brookhaven. Du musst jetzt die ganze Zeit einfach nur hier so die ganze Zeit bleiben. Ja, ich meine, wenn wir zu zweit einen Sieg machen, dann musst du halt auch gehen, ne? Ja, du musst auch gehen. Also ehrlich gesagt, wir brauchen dich ja nicht. Also wir können ja das alleine alles machen, ne? Also hallo. Kann ich dich hier rausschmeißen? Einfach nur weggegangen. Ja, Leute, ich würde sagen, ja. Also sehr guter Prank, ja? Hat auf jeden Fall sehr gut Spaß gemacht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es schon geglaubt hättet oder ob ihr auch geglaubt hättet, dass da wirklich ein Hacker am Start ist. Weil man weiß ja nicht. Sind ja immer Zeiten, wo es mal passieren kann, dass da mal ein Hacker oder eine Hackerin unterwegs ist. Mhm. Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.